70 Männer, ein Chor, keiner kann singen. Und dazu der Riesenschnurri von unserem Mario Apfelbaum. Also die Hamburger Goldkehlchen, die finden alle total super. Können zwar nicht singen, aber egal. Das sind die Hamburger Goldkehlchen. Und so klingt ein einzelnes Goldkehlchen. Je eher du gehst, umso leichter wird's für dich. Ein paar schiefe Töne sind dabei, dann doch lieber 60 Mann und ein Chorleiter. Gemeinsam performen sie Popsongs beim Hamburg Open am Roten Baum. Und mittendrin unsere unmusikalische Gesangsnulpe Mario. Die Jungs jetzt singen hören. Ja. Wäre das auch was für dich? Ja, ich kann auch nicht singen, deswegen, da könnte ich auf jeden Fall rein. Ja, das erinnert mich an mich so ein bisschen. Ja, ich glaube, ich wäre ein wahnsinnig gutes Mitglied, aber das ist ja genial. Ne? Stellen sich auf die Bühne und sagen, moin, hier sind wir. Wir können alles nur nicht singen. Wenn jetzt jeder so halbwegs schief liegt, wird es durch die Masse wieder gerad gebogen, sag ich mal. Also es wirkt jetzt für mich nicht so schief. Klingt schon gut. Vor fast 3 Jahren kamen die Jungs bei einem Karaoke-Abend in Hamburg auf die Idee zu singen. Mittlerweile rocken sie ein ganzes Tennisstadion mit mäßigem Gesangstalent. Das möchte Reporter Mario auch. Nachfrage bei Gründer Fleming Pink. Könnte ich jetzt einfach mitmachen? Könnte ich mich gleich dazustellen? Oder wäre das dann eher so blöd, weil ihr schon viel geübt habt? Eigentlich nicht so. Wir machen natürlich gerne auch mal eine Ausnahme bei so einem Fall wie dich. Sicher? Ja, absolut. Also ich bin gespannt. Ich werde mich neben dich stellen und mal gucken, was so geht. Da gibt es die Erlaubnis. Heißt für Mario Text und Performance üben. Uptown. Oh, scheiße, ist schon falsch. Uptown Girl. Ich muss den Takt treffen. Okay, den habe ich schon mal safe. Jetzt muss ich noch den Text üben. Try for an uptown girl, and now she's looking for a downtown man. Safe, Hammer. Nächster. Okay, ich habe hier schon mal jemanden, der kurz noch so drauf schaut. Wie heißt du? Philipp. Philipp. Oder Grabo genannt. Grabo? Ja. Grabo, ich übe hier gerade. Sehr gut. Ja. Wie lange habt ihr für die Texte, wie lange hast du gebraucht, um die Texte zu können? Das mal auf dem Weg zur Arbeit und zurück, ne? Hörst du dir das mal über die Stöpsel rein und dann bisschen Text nebenbei lesen und dann ist das in 2 Wochen eigentlich gemacht. 2 Wochen? Ich habe jetzt 2 Stunden. Und würde jetzt nicht sagen, dass ich so der textsicherste Mensch bin. Das geht. Say my name, sunshine to the rain. Nicht nur Chormitglied Grabo hilft, auch unser Frühstücksfernsehmoderator Matthias Killing hat Zeit für eine kleine Gesangsprobe. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Tosender Applaus für die Hamburger Goldkehlchen. Super, alle total toll. Deshalb sind wir hier. Ja, nicht wegen des Tennisspielens. Der Auftritt bisher kommt gut an. Nun ist Mario dran. Haben 2 Stunden Lernen für Text und Choreografie gereicht? Und tatsächlich, der Auftritt von Mario sitzt, auch wenn seine Stimme zum Glück in der Masse untergeht. Spätestens bei Flugzeuge im Bauch zusammen mit Oli P. fühlt sich Mario als einer von ihnen. Geschafft! Am Ende Applaus für die Hamburger Goldkehlchen und unseren Mario.